Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. Ja, das letzte Video von Vikings ist schon ein bisschen her, weil ich auch ein bisschen mit Planung schreiben musste etc. Aber dazu in einem separaten Video später mehr. Wie ihr gesehen habt, wir waren jetzt ein bisschen inaktiver. Wir haben ein CVC verloren. Leider haben wir auch Holmgang verloren. Beim Holmgang, ich glaube, 50% der Leute bei uns ist ständig abgestürzt. Haben wir, glaube ich, auch nach der ersten, also nach dem ersten Durchgang dann auch abgebrochen. Bevor wir da unnötig T7 reinbuddern, so wichtig ist der Sieg da dann auch nicht. 2 zu 1 steht es also in Holmgang. Lässt sich immer noch gut sehen. Ja, wir sind gerade im CVC und es steht 1 zu 5. Oh my fucking goodness. Wie ist das gekommen? Es geht. Also es war eine sonderlich Nicht-Glanzleistung von einem Spieler von uns, der wo die Vermutung hatte, er könnte eine Spy-Trap oder gegen eine Spy-Trap mit Spios Schluss machen. Ja. Definitiv nein. Also, das war wirklich Hirnriss. Ja, der Gegner hat eine SHDEF gestartet. Wir waren nur zu viert. Und wie man sieht, wir haben die trotzdem gut rausgehauen. Dazu aber gleich die Berichte mehr. Ja, und so sieht das bis jetzt aus. Also unsere Strategie ist, heute Abend um 20 Uhr machen wir unsere Verteidigung hier. Wird ebenfalls live sein. Und dann steht es 3 zu 3. Sollten ungefähr so, ja, am Ende auch durch Eindringlinge und so vielleicht so 23, 24 T plus haben. Das müssten sie beim Kriegertraining erst aufholen. Also von dem her gehe ich mal stark davon aus, dass wir. Dazu hinaus versuchen wir natürlich Schlachten am Ort der Macht zu holen und eventuell den ersten Punkt wieder. Aber bis jetzt ist der Gegner sehr konsequent und greift oder nimmt auch keine Teils ein. Also müssen wir mal sehen. Das ist unser Gegner. Titi Masters. So an sich nicht schlecht, haben aber viele, die halt kämpferisch nicht weit oben sind, sage ich mal. Mit 1,3 T Einfluss, 9 B Kills ist so. Das sieht hier schon tausendmal besser aus bei Ugur. Wenn wir hier dann nochmal sehen, genau das gleiche, über 1 T Einfluss, aber wenig Kills. Wenn man auch bei manchmal die Rüstung anguckt, mal gucken, ob wir jetzt Glück haben oder ob jetzt wirklich jeder. Ja, hier, die Rüstung ist auch nicht so weit. Also wir hatten zu viert echt leichtes Spiel. So, wie es genau dazu kommt, gucken wir jetzt einmal hier in den ganzen Statistiken. Genau, hier fing es, glaube ich, an. Wir haben zuerst eine T4-Attacke gemacht und siehe da, trotz T1-Wand, also zuvor hatte ich schon mit T1 sogar Plus gemacht. Genau, hier. Sogar mit T1 plus hätte eigentlich nicht sein können. Aber okay, da dachte ich, okay, stark sind die jetzt nicht gerade. Haben einfach mal eine T4 OS gemacht, um ein bisschen Pluspunkte zu machen. Sollte es dazu kommen, so dass die Wellen entscheiden. Sprich, wer die bessere Welle oder so, dachte ich mir, ja, komm, machen wir mal ein bisschen Plus. Man sieht hier schon, das sind 11, nee, 12 so, oder? Kommen wir hier durch nach 10. 11,4 Millionen T7er, das sind 110, 116 Millionen T4 umgerechnet. Also sprich, hier auch ein gutes Plus schon mal gemacht. So, dann fingen wir einfach an, immer weiter T4 mit T4 anzugreifen. Wir dann auch nochmal. Wir haben sie dann immer kleinere geschickt, um Pluspunkte zu generieren, was aber nicht geklappt hat, denn die T7er waren ja schon ziemlich schlecht, wie man das hier am besten sehen kann bei den Belagerungen. Wir haben nur mit T4 angegriffen und die verlieren mal eben fast 22 Millionen T7 Belagerungen. Ist schon hart für die, weil da umgerechnet sind das fast 220 Millionen T4, die sie da verloren haben. Und ab da dachte ich mir, okay, komm, wir machen mal zwei schnelle Attacken, vor allem weil die hier anfingen, immer mehr kleinere zu sein. Weil ich glaube, das war auch noch T4, genau. Die haben wir auch nochmal gut weggerotzt, trotz T4. Trotz deren T4. Dann sehe ich hier viele, viele kleine.
Da dachte ich mir, ey, das sind 30 Millionen, die man hier weniger rechnen kann, ne? Also 180 Millionen T7 nur. Komm, wir machen mal ganz schnell zwei T7-Attacken zu viert. Das war die erste. Trotzdem schon mit einem Plus. Wenn man nur die T7er schon alleine gegenrechnet, war das auch schon ein Plus. Und dann haben wir sie hiermit rausgehauen. Also sehr, sehr elegant. Und ab da ging's, war es einfach. Manche haben es nicht ganz geschafft, rechtzeitig rauszugehen oder haben einfach immer nachgepolt. Wir haben dann die Attacke mal sofort losgeschickt und konnten dann ganz gut Pluspunkte sammeln. Zwischendurch natürlich immer spioniert, was natürlich sehr wichtig ist, um eben zu sehen, wie viel ist drin, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht. Also ab da haben wir dann souverän das Ding gut gerockt. Die haben viele Wellen dann nicht mehr bekommen. Die haben eine ganz große Welle auch komplett ausgelassen. Was dann uns natürlich in die Karten spielt. Denn wenn wir unsere Verteidigung starten, bin ich mal sehr gespannt, ob die überhaupt angreifen werden. Ich gehe jetzt mal nach dieser Packung nicht davon aus. Weil ich denke mal, die wissen, dass sie kämpferisch deutlich schwächer sind. Also wenn du vier von uns mit 100 Millionen T7, die so wegbomben, ist es schon recht makaber. Das heißt, wir werden hier jeweils immer 15 T-Punkte generieren. Dann haben wir hier 23, 23 oder 16. Dann hätten wir 24, 24, hier 11 und 11 plus. Wir wären schon 22 T, hier dann nochmal die Punktedifferenz, wären wir schon bei 23 T im Plus. Wir werden natürlich fürs Fury auch noch gut trainieren. Und am Ende des Videos zeige ich euch auch schon mal unseren Fury-Gegner. Ich kann euch sowas soweit schon verraten. Es wird definitiv alles andere als leicht. Diesmal haben wir leider kein Glück in der Auslosung, aber dazu später mehr. Also meine Lieben, wir sehen uns. So, meine Lieben, und da sind wir wieder. Und CVC ist vorbei. Ja, leider konnte ich euch nicht so viel zeigen, weil der Gegner hatte beim SHDF kaum angegriffen. Ja, hier mit T1 angegriffen. Also nichts, was irgendwie so der Rede wert war. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, meine Lieben. Dafür, dass der Gegner mit 6 zu 0 direkt von Anfang an in Führung lag, muss ich sagen, haben wir ziemlich geil gewonnen mit 5 zu 1. Wir hätten zwar hier auch noch den Punkt holen können, aber wofür? Ja, wie schon vorher gesagt ist, Schlachten in der Clanfestung haben wir dezent für uns entschieden. Die haben ja ihre Verteidigung ziemlich verkackt. Sie wollten wahrscheinlich unbedingt in der Nacht starten. Hauptsache hier, wir Deutschen sind ja nicht da und so. Und haben dann selbst Malus gehabt, dass viele von denen wohl nicht da waren oder so, aber zumindest die wurden von vier Leuten fertig gemacht und dafür Respekt. So, gut, Eindringlinge, Geister, das ist so unrelevant für diese Runde gewesen, denn ich dachte mir von hier Schlachten, Städte und Ressourcen. Den Punkt hatte True wieder gut, denn ich hatte eine gesehen, die hat angefangen zu farmen. Und da war ich dann AFK, weil ich den Stream vorbereiten musste. Und währenddessen haut True einfach mal einen Teil von ihr weg. Mega gut. Und später dann hatte die gleiche Person, ich glaube, das war die gleiche, hatte dann angefangen, hier unseren Pop mit T1 anzugreifen. Und da dachte ich auch nur so, oh, was haben wir hier denn? Wer greift hier denn? Und süß. Okay. Ja, die kleinen Kinder mal wieder. Genau, hier, der Griff, irgendwo griff dann hier immer so die Kleine an. Warte, ich glaube hier, hier Ressourcen bekommen. Ja, ich glaube, dann ist das jetzt Wort. Ich glaube, dann kann ich es, ja, dann ist der Angriff weg. Zumindest, die Kleine war wirklich sehr, sehr schnell mit dem Schild. Man hat auch, ich glaube, zwei Anläufe gebraucht, aber dann hatte ich sie so erwischt und dann nochmal, ich glaube, 4,5 Millionen T1 plus Kills gemacht, sodass wir hier auch nochmal schön untermauern konnten. Und das ist dann auch so gesehen das Endresultat. Natürlich haben wir auch viel trainiert, weil wir eben zum Fury natürlich Vollgas geben möchten. Und unsere Fury-Gegner, die zeige ich euch auch mal eben ganz kurz. Das wären die hier. 749, 191 und 271.
Die Nummern sagen wohl den wenigsten etwas. Wir gucken uns sie mal an. Und ich muss dazu sagen, es wird verdammt hart. Also Platz 1 rechne ich mal nicht damit, denn hier, Burn of My Babies, hat mal eben fast alle Furies gewonnen. Ja, Königreich Schlacht, ist ein guter Durchschnitt, ne? Aber man weiß ja nicht. Ah Gott, doch, doch, die sind schon länger da. Die sind schon länger im Königreich, also länger als wir. Also dann kann man das schon annehmen, dass es von denen ist. Ja, die haben auch sehr gute Spieler. Gucken wir uns mal die 191 an. Rise of Bloodwolf. Die haben so eine, so eine Statistik wie wir. Allerdings hier viele CVCs verloren. Demher gehe ich auch mal aus, dass alle Statistiken von denen direkt sind. Unsere sind ja nicht alle von uns, sondern wir sind ja später hier ins Königreich dazu gekommen. So, aber auch sehr interessant. Ich glaube, da war, gegen die sollten wir es, glaube ich, gut schaffen. Haben zwar auch ein paar gute Spieler da, klar. Aber jetzt hier 1,4 T, Einfluss 22 B-Kills. Ja, der sieht schon besser aus hier. Also ich denke mal, die sollten kein Problem sein. Was aber krass sein wird, dieser Gegner. Einfach mal eben alle Furies gewonnen. Small but juicy. Der Name kommt mir auch bekannt vor. CVC, okay, aber ich denke mal, die werden richtig reinhauen in Sachen Fury. Ja, also es wird mega, mega interessant. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Und ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Aber erstmal feiern wir uns, dass wir 25 Siege in CVC endlich erreicht haben. Schreibt doch mal. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie lief euer CVC? Habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Woran lag es für beides? Beim Sieg oder Niederlage? Haut gerne in den in CVC. Haut's gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video zum Fury wieder. Macht's gut, meine Lieben!